Danke, Freunde, das genügt. Ahoi, Girls und Brothers. Man achte auf das klangreine TH. Ja, Fremdsprachen muss man können. Wisst ihr, was Abtreibung auf Spanisch heißt? Embryo olé. Spaß beiseite, Freunde. Sollten wir uns seit Weihnachten nicht mehr gesehen haben, nachträglich ein frohes Fest. Heute Abend ist mal wieder so eine Nacht, in der wir fröhlich sein wollen. So nach dem Motto, auch die Bretter, die man vor dem Kopf hat, können die Welt bedeuten. Heute Abend nur strahlende Gesichter, ich freue mich drüber. Die Damen alle in toller Toilette. Nicht 0-0, ich meine hier diese Neckermann-Fummel, herrlich. Da sieht man es mal wieder ganz typisch. Es gibt Frauen, die können anziehen, was sie wollen, denen steht alles. Dagegen gibt es Männer, die können ausziehen, was sie wollen. Nicht das? Freunde, an dieser Stelle lege ich immer eine Gedenkminute ein für die Gefallenen. Ja, das sind die groben Feinheiten, sage ich immer. Ja, und unter den Herren einige Intuelle mit diesem erweiterten Gesichtskreis vorn. Das ist ja auch interessant, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, also die vorn die Platte haben, das sind ja die großen Denker. Nicht? Und die hinten die Platte haben, das sind die großen Liebhaber. Nicht? Und die vorn und hinten eine Platte haben, diese durchgehende, die denken, sie sind große Liebhaber. Nein, Freunde, seid fröhlich. Seid fröhlich. Ich weiß, es ist nicht einfach in unserer heutigen Zeit. Sehen Sie, es gibt schon Leute, die sagen, Lachen macht dick. Bekannter von mir, der sagt, meine Schwester hat sich kürzlich einen Gastarbeiter angelacht. Die wird jetzt immer dicker. Nächstes Jahr ist das schwer geworden, seien wir doch ehrlich. Seit Einführung der 0,8-Promille-Grenze kommt doch selbst bei Beerdigungen keine echte Fröhlichkeit mehr auf. Ist doch wahr? Ist doch schlimm geworden. Nein, Freundin. Sie werden es am Anfang schon wieder gespürt haben, Reden ist nach wie vor meine Stärke. Zu Hause komme ich allerdings nur zum Reden, wenn meine Frau sich die Zähne putzt. Trotzdem kann ich sagen, ich habe im Hause die Hosen an, meine Frau hat den Gürtel. Und ja, ich bin ja eine Frühgeburt. Ich bin 2 Monate vor der Hochzeit meiner Mutter auf die Welt gekommen. Und und vor meinem Vater haben die Kandikel Front gemacht. Also wir waren zu Hause 13 Kinder, 9 Jungs, 4 Brüder. 12 leben noch, einer ist verheiratet. Ja, ich entstamme einer ganz vornehmen Familie. Also meine Urgroßmutter, das war so eine katholische Handarbeitslehrerin. Also die hat zum Beispiel die Forelle erfunden und so Bratkartoffeln in Tuben und Bierkrüge für Linkshänder und so die Zeitung aus Glas, damit die Frau ihren Mann morgens beim Frühstück sehen kann. Und Zigaretten für Nichtschwimmer mit Korkmundstück und so. Nicht? Also ja, ganz toll. Und sehen Sie zum Beispiel eine befreundete Verwandte von mir. Die, ja, so ein Typ wie Ho Chi Minhs Frühverlobte. Also die lebt so nach dem Motto, eines Mädchens schönster Traum, ein Herr mit ungebremstem Schaum. Nee, die ist hässlich. Oh, die hat so spitze Knie. Ich sage immer, du hast auch in der Pubertät zu viel Lebertran gekriegt. Nicht? Ja, also die ist so hässlich. Also mit dem Chassis, was die hat, würde die nie durch den TÜV kommen. Die ist so hässlich in Hagenbecks Tierpark. Da muss die 2 Karten lösen. Eine zum Reingehen und eine, damit man sie wieder rauslässt. Nee? Das kommt daher, die hat kürzlich eine Diätkur gemacht und die hat so stark in Diät gemacht, die hat in der Zeitung nicht mal das Fettgedruckte gelesen und jetzt ist die so mager geworden, also wie soll ich sagen, die ging kürzlich zum Fotografen und hat gesagt, Herr Fotograf, können Sie mal ein Brustbild von mir machen? Sagt aber, gnädige Frau, ich bin doch kein Pfadfinder, ne? Die hat natürlich eine tolle Figur, die Frau. Das ist also das Einzige, was sie ungeändert tragen kann, ist der Regenschirm. Es ist, ja. Und dabei hat sie schöne Kleider. Eins ist wie Wasser, also durchsichtig und geschmacklos. Und einen schönen Pelzmantel hat sie, so tibetanische Bergziege. Selbst geschlachtet, auf Schweinsleder gequält. Wunderschön. Sie ging kürzlich, muss ich euch erzählen, sie ging kürzlich an ein Heiratsinstitut und sagte, was können Sie mir bieten? Tja, sagte der Chef, wir haben lange, dünne Engländer. Dann haben wir kurze, dicke Russen. Nee, sagt sie, das ist nichts für mich. Wissen Sie, haben Sie nicht einen Russen, der lange in England gewesen ist?
Ne? Also, schön, wenn einige mitdenken. Ist es nicht schön? Es macht Spaß. Und kürzlich gab ja so ein Zirkusdirektor, ich weiß nicht, ob Sie das gelesen haben, eine Anzeige auf. Löwendompteur gesucht. Das hat sich auch verschiedene gemeldet. Ne? Und Sie auch hin, als einzige Frau. Ne? Und der Zirkusdirektor wollte nur wissen, ne, was los ist. Und wollte die testen. Und sie standen so vor der Manege und die Männer sagten natürlich Ladies first, nicht? Und sie rein mit ihrem Pelzmantel, nicht? Sie lüftete den Pelzmantel, nicht? Und drunter trug sie ein herrliches Kostüm. Aus 13 Perlen, also 12 Schweißperlen, eine echte. Also so gut wie oben ohne und unten nichts, nicht? Und sie breitete den Mantel aus in der Manege, nicht? Legte sich drauf wie so eine Filmdiva, eine unwahrscheinliche Position. Der Löwe kam, er löwte dreimal um sie rum und legte sich daneben. Sagt der Zirkusdirektor, Menschenskind, gnädige Frau, das ist ja eine Weltnummer. Vom Fleck weg engagiert, Gage spielt keine Rolle. Die gehen alle weg, da bleibt da noch einer stehen. Sagt er, was wollen Sie denn noch hier? Wollen Sie etwa behaupten, Sie überbieten diese Nummer noch? Sagt er, natürlich, nehmen Sie den Löwen mal raus. Ja, Freunde. Mit der Frau ist es also tatsächlich nie langweilig. Sie hat auch ein bewegtes Innenleben, sie hat einen Bandwurm und kürzlich ging sie zum Arzt und sagte, Doktorchen, können Sie mich mal befingern? Ich fühle mich immer so unlustig. Tja, sagt der Arzt, sind Sie denn schon mal untersucht worden? Nee, sagt sie, von einem Arzt noch nie. Tja, sagt er, dann lassen Sie mal die Hosen fallen, dann wollen wir mal gucken. Tja, ist der Blinddarm. Müssen wir operieren? Nee, nicht operieren, Herr Doktor. Gibt es keine andere Möglichkeit? Kann man das nicht irgendwie mit Bestrahlung oder irgendwie mit Rollkur oder so, kann man das... Hören Sie mal zu, so lächerlich, so eine Blinddarmoperation, das machen wir mit links, das ist doch eine Kleinigkeit, dann kann das Ding wieder sehen, das ist doch überhaupt kein Problem. Nee, dann macht... Ja, nee, sagt sie, nee, Doktorchen, gibt es wirklich keine andere Möglichkeit, es gibt höchstens die Spinatkur. Ja, wie geht denn die, Herr Doktor? Ja, die dauert 7 Tage. Sie essen 6 Tage Spinat mit 2 Spiegeleiern. Am 7. Tag essen Sie nur Spinat. Dann kommt der Blinddarm am 7. Tag raus und fragt, wo bleiben denn heute die scheiß Eier? Nicht? Dann brauchen Sie nur festzuhalten. Nicht? Nee, das sind diese kleinen... Nicht, und ich traf sie also kürzlich wieder und sie hatte sich so gut wie fast wenig verändert und da ich noch keinen Tropfen gefrühstückt habe, fragte ich sie, na, kommst du heute Nachmittag mit zum Picknick? Sagt sie, gern, aber vorher möchte ich noch eine Kleinigkeit essen. Da haben die ja, auf dem Land ist es schön, da haben die in einer Zeit, als die Spatzen noch Gamaschen trugen, da, ja, in einer Gegend, wo sie jetzt den aufrechten Gang erst eingeführt haben, da haben die Bauern nennt man ja heute Furchenphilosophen oder Salatingenieure, also die... Die haben da einen Leistungswettbewerb für Kühe veranstaltet. Und eine Disziplin war der Hochsprung für Kühe. Und eine Kuh ist aus dem Stand, ob ihr es glaubt oder nicht, 5 Meter hochgesprungen. Hat die Jury nicht anerkannt, war ein Kurzschluss in der Melkmaschine. Nein, fahren Sie aufs Land, das ist schön. Aber seien wir ehrlich, auf der anderen Seite, welcher Bauer hält sich zum Beispiel heute noch Kühe, wo die Dosenmilch so billig geworden ist? Ist doch was dran, nicht? Wie die Kleinste auf dem Bauernhof sagt, Papi, die Kuh hat noch immer nicht gekalbt. So, das ist doch logisch, solange du hinter ihr sitzt, muss sie ja denken, sie hat schon gekalbt. Nicht? Fahren Sie aufs Land, wie 2 Flöhe auf ein Moped steigen. Der hintere auf dem Sozius setzt sich eine Sonnenbrille auf. Da sagt der Vordere, was soll denn der Quatsch? Da hat er nicht so albern. Ja, sagt er, du fährst immer so schnell, da fliegen mir immer Insekten in die Augen. Nicht, oder? Die 2 Regenwürmer, Weibchen vor einem Teller Spaghetti stehen. Sagt die eine, guck mal, Gruppensex. Sagt die andere, wo wir gerade von Gruppensex reden, wie geht's deinem Mann? Schlecht, der ist beim Angeln, du. Nein, fahren Sie aufs Land, es ist schön. Wissen Sie, warum der Hahn beim Wassertrinken seinen Blick in den Himmel hebt? Er ist dem Herrgott dafür dankbar, dass die Hennen keine Hosen tragen. Ja, das sind Sachen, ja. Kennen Sie den Unterschied zwischen Huhn und Protoplasma? Na? Protoplasma ist ein Eiweißscheibchen und ein Huhn ist ein Eischeißweibchen. Nee, das ist... Ich habe noch ein Rätsel für euch. Ist bunt und springt von Ast zu Ast. Hä? Das ist Tarzan im Dirndlkleid. Oder noch ein Rätsel. Hängt an der Wand, macht Tick-Tack und wenn es runterfällt, geht die Garagentür auf. Was ist das? Purer Zufall. Schön, ein bisschen kaputt, aber nein, meine Damen und Herren.
fahren Sie aufs Land. Ja, die haben sogar schon Schwalben mit Papageien gekreuzt jetzt. Ja, ist doch so schön, da können die in Afrika als Hochvogel nach dem Weg fragen. Ist doch herrlich. Nee? Ja, auf dem Lande ist das schön. Machen Sie es ruhig mal, genießen Sie mal so die Flower Power Frische, so ohne Achselnässe, ohne Mundgeruch. Das ist schön. Nicht eine Packung Biogenital unter den Arm. Kennen Sie nicht? Biogenital gibt der Zahnarzt seiner Familie. Bei 60 Grad und im Hauptwaschgang. Das ist aber schön. Ja, nein, fahren Sie aufs Land. Machen Sie es zum Beispiel wie der nackte Lilliputaner, der durch die Lüneburger Heide hüpft und immer sagt, lass das, Erika, lass das, Erika. Nee? Da sind doch drei Kühe im Bayerischen von der Alm runtergekommen. Da hat eine andere, na, wie war es oben? Außer der bei mir durfte, Südseite, du. Ein Gras und so ein Stiel, du. Kurz, aber dünn, du. Aber klasse. Und bei dir, oh, ich hatte Südostseite, noch die zweite Sonne, naja, und das Gras ging noch und der Stiel. Also bitte, ich bin doch noch ganz zufrieden. Und wie war es bei dir? Außer die dritte bei mir, du. Nordseite, keine Sonne. Gras ganz mies. Und da war so ein alter Ochse, der tagelang von seiner Operation erzählt. Nee, also, nein, Sie sollten also tatsächlich aufs Land fahren. Sehen Sie, in unser Eins, ich bin ja auch ewig auf Montage, ich bin ewig unterwegs. Und man muss ja immer dafür sorgen, dass man irgendwo schlafen kann, übernachten muss. Ich komme an einen Bauernhof, sagt der Bauer, bei mir ist nicht mehr frei. Ich sage, irgendwie werden Sie eine Möglichkeit für mich haben, ist doch lächerlich. Sagt er, höchst auf dem Heuboden. Ich sage, da werde ich mich erkälten. Da hole ich mir was weg. Ja, da brauchen Sie keine Angst haben, meine Magd. Die schläft schon jahrelang oben, die hat sich noch nie erkältet. Ich sage, gut, auf Ihre Gefahr hin, ich die Leiter hoch, dunkel war es oben. Kalt war es. Oh, ich habe alles gefunden, auch die Magd. Und wir waren zusammen. Oh, in der Kälte, was sollten wir machen? Ich habe mal richtig in Playtex unterwandert, da war was los. Und raffiniert war das Luder. Hinterher sage ich zu ihr, na mein Dern, bei dir war ich aber auch nicht der Erste. Nee, der Letzte. Morgen gehe ich nämlich ins Altersheim. Ja, meine Damen und Herren, Sie sehen also daran, man sollte also doch zu Hause übernachten. Aber auch das hat wieder Vor- und Nachteile. Sehen Sie, kommt man als Ehemann früh nach Hause, denkt die Alte, man will noch was? Nee? Kommt man spät nach Hause, denkt sie, man hätte schon, nicht? Ist doch. Ist nicht so? Ja, es gibt heute schon Ehemänner, die streuen ihren Frauen Backpulver in die Bluse, damit sie lockerer werden. Männer, das solltet ihr mal machen, da werden Weiber zu Pygmäen. Das ist. Ja, meine Frau lernt jetzt Skat, damit sie mich bis ins hohe Alter reizen kann. Ja, das sind. Sorgen Sie für Abwechslung zu Hause. Wir gehen auch zum Beispiel sehr gerne in die Oper. Oper, wollen Sie mal, eine Oper ist ja schön. Also Oper ist ja, wenn man mit dem Dolch im Rücken nicht blutet, sondern singt. Ja, Leute, die Husten haben, die gehen zum Beispiel nicht zum Arzt, die gehen in die Oper. Das, ja, gibt doch herrliche Opern. Meine Frau liebt zum Beispiel also den Freischütz von Karlchen Weber. Die geht abends mit dem Jungfernkranz ins Bett und steht morgens mit dem Jägerchor auf. Das ist, das ist schön. Ja, wir waren kürzlich erst in der Oper, sehr schön. Es gab dieses dramatische Stück Tarzan und Isolde von Dr. Oetker. Also, ganz moderne Sache. Und ja, das war Gott. Und diesen Tarzan, den sang dieser Dietrich Fischer-Lapskaus. Kennen Sie das? Ja, das ist so ein Typ wie früher dieser Robinson Caruso. Der ist doch bekannt geworden durch diese Arie, wer viel Zwiebeln isst, lässt viel von sich hören. Kennen Sie? Ja, und die Isolde. Und die Isolde wurde gesungen von dieser ganz bekannten Koloratursopranistin. Ich weiß im Moment nicht ihren Namen. Ich kenne sie ganz genau. Ich kann im Moment nicht auf sie draufkommen. So ein Typ wie früher Erna Sack. Kennen Sie nicht? Ist doch noch ein Begriff. Erna Sack, kennst du? Erna Sack? Oh, die hat auf sämtlichen Bühnen gesungen. Also die ist ja bekannt geworden durch dieses Opossum von Schiller. Krank am Beutel, schwer am Herzen. Kennen Sie nicht? Das hat die gesungen, in der ganzen Welt, auf sämtlichen Brettern hat die gestanden und sogar in Kairo damals noch, bei dem Abdel Dölfes Nasser, da hat die gesungen und der Nasser ist auf die Bühne gestürzt und hat gesagt, gnädige Frau, ich möchte Ihnen einen Heiratsantrag machen. Anasak hat abgelehnt, sie wollte den Doppelnamen nicht tragen und das kann man ja auch verstehen. Und solch Typ wie Erna Sack war, wie gesagt, diese Isolde auch. Also es ist tatsächlich schön in die Oper. Gleich als wir reinkamen, wurde ich gefragt, möchten Sie auch ein Textheft? Ich sage, nein, danke, ich bin heiser. Und
kaum saßen wir, sage ich zu meiner Frau, schlechte Akustik. Ja, sagt sie, ich rieche das auch schon die ganze Zeit. Und auf der Bühne, da schwebten Tarzan und Isolde so im siebten Kartoffelhimmel. Also, ja, die küssten sich so heiß und innig, man hatte den Eindruck, ihre Brücken hätten sich verhakt. Können Sie denn das? Nee, weil, und dann sang plötzlich wieder die Isolde nicht. Ich sagte, hat die nicht herrliche Koloraturen? Hat sie, pass lieber auf, wie schön die singen dürfen. Nee? Und dann kam das Ballett. Ich sag, guck dir das mal an, die dritte von rechts auf offener Bühne. Könnte ich die, du weißt schon. Und dann geh mal hin, du. Und was machst du, wenn die Leute rufen Zugabe? Ja? Dann stehst du da mit deinem kurzen Hemd, was? Ja, sehen Sie bitte, wie sagte schon Fanny Hill nach einem Rheumaanfall, es gibt Momente im Bett, wo man nicht schnell genug langsam machen kann. Es ist, ja. Sehen Sie, früher sagte meine Frau immer in heiklen Situationen, Schätzchen, das steht ganz bei dir. Heute sagt sie immer, das hängt ganz von dir. Nicht so haben sich die Zeiten geändert. Da fand doch kürzlich in Hamburg, in der Mönckebergstraße, fand eine Demonstration statt im zweiten Semester. Und die protestieren gegen alles. Wir protestieren gegen den Anarchismus. Wir protestieren gegen den Separismus. Wir protestieren gegen den Kommunismus. Da steht ein altes Mütterchen am Straßenrand und sagt, hey Sie, junger Mann, vergessen Sie den Rheumatismus nicht. Ist unsere Zeit frech geworden, Freunde. Und es ist auch schwer, gerade für die etwas ältere Generation. Es ist schwer, immer zu folgen. Sehen Sie, es gibt doch heute, unsere Zeit ist so verrückt geworden, es gibt heute Schlagersänger, die werden Bundespräsident. Wann hat es das alles zuletzt gegeben? Nicht? Es ist doch echt was dran. Nicht? Sehen Sie, der Rundfunk sendet heute schon in Farbe. Heute Morgen bunte Melodien, jawohl. War eine kleine Tafelmusik aus dem Spielsaal in Travemünde. Und die haben sogar schon Rundfunkballett hier. Die müssen sich ja auch was einfallen lassen. Ich meine, das Fernsehen ist ja so stark. Denkt ihr an das Fernsehen, an den Quizmaster, der drei Kandidaten hat, sagt zum ersten, Frage an Sie, wo fasst die Frau beim Mann am liebsten hin? Sagt er in die Brieftasche. Sagt er richtig, Punkt für Sie. Kandidat Nummer zwei, Frage an Sie. Wo haben die Frauen die krausesten Haare? Sagt er in Afrika. Richtig, Punkt für Sie. Kandidat Nummer drei, Frage an Sie. Sagt er, mich brauchen Sie gar nicht zu fragen. Hier die ersten beiden schon falsch beantwortet. Freunde, es ist eine verrückte Zeit. Und da denken Sie an den Ehemann, der zum Pfarrer geht und sagt, ich möchte beichten. Ja, was gibt's denn? Ich habe meine Frau betrogen. Sagt er, wie oft? Hören Sie mal zu, ich will beichten und nicht angeben. Freunde. Nee, seien wir doch ehrlich, es gibt doch diese Angebertypen, die fünf Knöpfe aufmachen, obwohl zwei genügen dürfen. Nee, das ist doch schlimm. Oder wie der zerstreute, der schwerhörige Professor zu seiner Untermieterin sagt, na Fräulein Schön, wie war es denn gestern im Theater? Sagt sie, Professor, ich war gar nicht im Theater, ich war im Bett. So, war es denn gut besucht? Ist doch herrlich. Es gibt so viele, ich brauche nur voll ins Leben hineingreifen. Da kommt ein Blinder ins Fischgeschäft und sagt, hello girls. Nee, ist ganz einfach. Guck mal, eine Dame sagt ja, ist doch schön. Treffen Sie, sagt der eine, wie geht's? Sagt er, zweimal die Woche, nenne ich mein Zuhause. Auch zu Hause geht's überhaupt nicht mehr. Ganz einfach. Treffen Sie zwei, sagt der eine, führst du in einer Liebesnacht noch längere Gespräche mit deiner Frau? Sondern natürlich, wenn ein Telefon in der Nähe ist. Ist ganz einfach, nicht? Treffen Sie zwei Cowboys im Wilden Westen, sagt der eine, wie geht's? Sagt er, danke, Familie auch gut. Und Opa ist tot. Wieso denn das? Ja, der stand immer so rum, da haben wir ihn umgelegt. Ja, das ist bitter, ne? Gerade im Wilden Westen passieren hier die seltsamsten Sachen. Da kommt doch einer in so einen Saloon rein, knallt dreimal in die Luft und sagt, wer hat mein Pferd geklaut, Männer, herhören. Wenn mein Pferd nicht augenblicklich wieder draußen steht, passiert dasselbe wie vor 3 Jahren in Laramie. Sagt einer am Tresen zu meiner, was ist denn damals in Laramie passiert? Sagt er, wer ist der zu Fuß nach Hause gegangen? Nee, das ist ganz einfacher Humor. Oder denken Sie zum Beispiel an den, ich greife mal voll ins Leben, denken Sie an den Arbeiter. Der krank spielen will, versucht seinen Vertrauensarzt zu überlisten, nimmt das Urinfläschchen, nicht? Lässt erst seine Frau, dann den Hund, dann die Katze und zum Schluss plätschert er selbst noch ein bisschen. Der Arzt untersucht das Röhrchen, sagt, mein lieber Freund, von Ihnen weiß ich jetzt alles. Ihre Frau geht fremd, ihr Hund hat die Staube, ihre Katze kriegt Junge und Sie gehen morgen wieder zur Arbeit.
Sehen Sie, meine Damen und Herren, da unterhalten sich zwei Väter, sagt der eine, mein Sohn ist vielleicht ein Trottel. Oder kennst du meinen noch nicht? Pass auf, gut, sagt er, wetten wir eine Flasche Sekt, wer den größeren Trottel hat. Pass auf, ich rufe jetzt meinen rein. Heini, komm rein. Was ist los, Papa? Pass auf, hier hast du eine Mark, hol mal 8 Flaschen Bier. Der haut ab. Sagt er, na, ist das ein Trottel? Sagt er, ich warte ab jetzt, nicht? Fritzchen, komm mal rein hier. Ja, Papa. Pass auf, jetzt gehst du mal ohne die Kneipe, frag, ob ich da bin. Jawohl, Papa. Ne? Siehst du, das ist erst ein Trottel, ne? Die beiden treffen sich auf der Treppe. Sagt der eine, mein Vater ist vielleicht ein Trottel, du. Das kann ich dir sagen, du. Da gibt mir eine Mark, ich soll 8 Flaschen Bier holen, aber weiß er genau, ich kann nur 2 tragen. Und sagt der eine, meiner ist vielleicht ein Trottel, du. Der schickt mich runter, ich soll unten in der Kneipe fragen, ob er da ist, kann der nicht von oben anrufen, du. Kindermund, ist es nicht herrlich? Nee? Ist es nicht herrlich, wie die Kleinsten ihre Eltern durch das Schlüsselloch beobachten? Hm? Sagt der eine, du guck dir das da drin mal an. Und uns verbieten sie in der Nase zu bohren. Nee? Ist doch schön. Das sind Kinder, das sind Kinder. Da sagt die Lehrerin in der Schule, Kinder, ich gebe euch heute Morgen ein Rätsel auf. Ist grau, groß, hat 4 Beine, einen Rüssel, was ist denn das? Ein Elefant, Frau Lehrerin, richtig. Darf ich Ihnen auch mal ein Rätsel aufgeben? Schieß los, Fritzchen. Frau Lehrerin ist grün, hat 4 Beine und 27 Federn. Was ist das? Die weiß ich nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass das so irgendwas sowas mit Vögeln zu tun hat. Richtig, das ist nämlich unsere Couch. Ja, meine Damen und Herren. Ja, meine Damen und Herren, ich glaube, wir haben fürs Erste genug gelacht. Wir sollten jetzt diese kleine Platte doch umdrehen. Und ich verabschiede mich wie immer bis nachher mit dem alten Hamburger Schlachtruf. Bye, bye.